Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Zimmertürschloss. Das ist eines von vielen oder 1, 2, 3, Nummer 4 hier. Und da haben wir Folgendes. Da dreht die Nuss ein bisschen rüber. Dann wollen wir mal eben gucken, was denn da so mit los ist. Ja, die Schrauben lösen sich auf alle Fälle. Das ist immer wichtig. So. Oh, hier haben wir Folgendes. Hier fehlt einmal ein Teil drin. Und ja, die Feder ist hier gebrochen. Gut. Das kennen wir schon aus anderen Videos. Ein bisschen Dreck ist da drin. Und na, schauen hier. Uiuiui, der ist fest. Gut, macht nichts, dann kriegt er hier einen auf den Kopf. Dann ist er raus. Ja, was haben wir? Telefon. So, weiter geht's. Dann müssen wir jetzt den hier rausnehmen. Ups, und schon fliegt er durch die Werkstatt. Und den nochmal. Dann haben wir hier die Feder. Die möchte ich auch nochmal ganz gerne einmal raus haben, ohne dass ich mich gleich hier im Finger piekse. Und dann mache ich das jetzt so, dass ich damit eben in den Schraubstock reingehe. Setz hier den Schraubendreher drunter und drückt ihn da rein und dadurch rutscht die Feder dann dementsprechend hoch. Das mache ich mal eben im Schraubstock. Jetzt habe ich den Burschen. Ja, schon wieder fällt was durch die Werkstatt. Was ist heute los? So, da haben wir ihn. Und jetzt geht es erstmal darum, dass ich da erstmal ein Bauteil reinsetzen muss. Na, falsch. Damit erstmal dieses hier richtig wieder funktioniert. So, und dann irgendwas gucken. So geht das da rein. Ja, und deswegen kann man das hier rüber drücken und damit das nicht mehr geht, muss da der Anschlag rein. Okay, so, da gucke ich mal eben nach, ob ich was Passendes habe. Letztes Mal habe ich da auch was reingesetzt, genau. Das, was ich jetzt mache, ist, ich habe mir jetzt hier so einen Pin genommen, das ist aus einem anderen Schloss. Jetzt habe ich das nur ein bisschen größer gemacht, damit ich das weiter reinstecken kann. So, den nehmen wir jetzt mal hier raus. Und dann gucke ich mal, ob der hier reinpasst. Da sollte nämlich eigentlich ziemlich stramm reingehen. Was er auch macht. Ja, und den niete ich da jetzt mal eben rein, den Burschen. Das habe ich jetzt hier eingenietet. Der sitzt jetzt also stramm da drin. Und jetzt ist es so, dass der nicht mehr da weg kann. Das heißt, ich müsste den jetzt noch ein bisschen runterfeilen. Oder ich nehme was von der Nuss raus. Muss ich mal gleich schauen. Voll unter Spannung hier. Jetzt ist das da auch drin. Ja, jetzt ist die nicht ganz gerade. Das kann ich aber gleich noch berichtigen. Das ist dann nicht so tragisch. Der Deckel müsste da jetzt auch noch drauf gehen. Müsste dann wieder passen.
Ja, hat auch noch genug Luft. Theoretisch könnte ich da auch jetzt noch eine Schraube reindrehen und dann könnte ich den Deckel noch mit befestigen. Gut, das haben wir. Jetzt ist es so, dass ich schon mal eben dabei bin, das mal eben sauber mache. Dann haben wir hier noch den Riegel. Eigentlich, wenn der Maler kommt, einmal rausschließen, Fett drauf machen, also Öl, und dann schließt man das Ganze wieder zurück und dann backt das auch nicht fest. Okay. So, das funktioniert. Das mit der Feder gefällt mir nicht. Die ist mir einfach zu stramm. Die werde ich jetzt mal gleich noch ein bisschen verändern. Ja, dann haben wir den hier. Und den hier. Das haben wir zusammen. Ja, das ist mir, und das verändere ich mal eben hier. Das ist mir zu stark. Habe da jetzt einen kleinen Bogen reingemacht. Ja, und dann ist das nämlich nicht mehr so prall. Könnte ich noch ein bisschen mehr machen. Gut, okay. Dann haben wir hier die Feder, die fehlt. Also diese hier, die gebrochen ist, und da brauche ich jetzt mal eben eine andere. Das mache ich auch diesmal anders fest. Und ja, schauen wir mal. Ich mache das mal eben und dann gucken wir uns das gleich an. Ich habe das jetzt hier anders gelöst. Ich habe da jetzt einen Pin reingesetzt. Ich habe die Feder so gedreht. Die liegt jetzt hier hinten gegen. Also hier. Die liegt hier gegen, läuft hier einmal rum und läuft dann in einem Bogen dahin. So, dann wollte ich das reinsetzen. Und dieses hier. Und die Feder, die wollte ich noch mal ein bisschen nachdrücken hier. Die ist noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. So, jetzt gefällt mir das Ganze ein bisschen besser. Ist da nämlich nicht mehr so viel Spannung drauf. So, dann kommt der Deckel da drauf. Die Schrauben da rein.
Ja. So. Okay, will nicht. Ja, das sieht auch richtig gut aus. Gut, jetzt brauchen wir nur noch einen Schlüssel dazu und dann ist dieses Schloss auch fertig. Und dann kann der Kunde das auch wieder einbauen. So, gut, dann gucke ich mal eben nach einem Schlüssel, der dazu passt. Jo, dann haben wir nochmal den Schlüssel dazu, das ist Nummer 27. Ja. Die Regel kommt raus, funktioniert alles. Gut, okay, ja, dann war es das soweit von meiner Seite aus, dann ist das auch wieder in Ordnung. Und alles Weitere ist dann unten in der Videobeschreibung.